In diesem Video möchte ich jetzt kurz zeigen, dass diese beiden Lösungen, die hier rauskamen, für die Stammfunktion in Aufgabenteil C, ich umkiste die mal hier so ein bisschen farblich, das war die direkte Lösung für das Integral für die Stammfunktion von der Funktion uc von t zum Quadrat, die hier drüben gegeben war, direkt ausgerechnet, und dann gab es hier unten einen zweiten Weg, der mit Integration durch Substitution funktionierte, und da kam dann diese Lösung raus, die vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen einfacher aussieht, auf jeden Fall irgendwie anders aussieht. Und was ich jetzt gerne eben nochmal zeigen würde, ist, dass diese beiden Teile hier eigentlich die gleichen sind. So, dafür scrolle ich mal ein bisschen runter. Und das, was wir jetzt hier brauchen, ist, es sieht wieder irgendwie so ein bisschen nach binomischer Formel aus. Ich nehme mal vielleicht grün. Das wäre wieder sowas wie A, das hier hinten wäre wieder sowas wie B, und jetzt haben wir eben A minus B, und zwar nicht zum Quadrat, sondern hoch 3, eine binomische Formel dritter Ordnung, wenn man so möchte. Und dafür gibt es eine Lösung, das ist nämlich A hoch 3, dann minus 3a Quadrat mal B, dann plus 3a mal b Quadrat und dann nochmal minus b hoch 3. Das wäre die Lösung für die dritte binomische Formel, oder nee, für die binomische Formel dritter Ordnung mit einem Minus. So, und das müssen wir jetzt einfach mal sozusagen hier irgendwie ausrechnen an der Stelle. Also geht es nochmal weiter in blauer Farbe mit dem blauen Ergebnis. Mit diesem ist gleich, das wird hier nochmal ausgerechnet. Und dafür schreibe ich das Groß T ab. Und diese 3 hier im Bruchstrich, die ziehe ich mal nach vorn zu dem U-Dach und mache eine Klammer auf. Das ist jetzt letztendlich diese Klammer hier. Oder ja, die soll jetzt das Ergebnis dieser binomischen Formel darstellen. So, jetzt brauchen wir A hoch 3. Das hier vorne ist A, das jetzt hoch 3. Also U-Dach hoch 3 durch Groß T hoch 3 mal Klein T hoch 3. Das ist A hoch 3. So, dann minus 3 mal jetzt den Teil hier vorne, das A zum Quadrat, U Dach zum Quadrat durch Groß T zum Quadrat mal Klein T zum Quadrat und nochmal mal B, dann wird aus der 2 hier eine 3. Nochmal mal U Dach. Dann plus 3 mal jetzt nur A. A ist U Dach durch Groß T mal Klein T. Und dann kommt noch ein B-Quadrat dazu. B ist U-Dach. Das zum Quadrat wird aus dem U-Dach ein U-Dach hoch 3. Und dann noch minus B hoch 3. B ist U-Dach minus U-Dach hoch 3. Und die eckige Klammer zu. So, und jetzt kann man einfach dieses Produkt hier ausmultiplizieren, das nochmal eben entsprechend kürzen. Also jeder dieser Summanden wird jetzt durch 3 geteilt. Ein U-Dach kürzt sich jeweils weg im Zähler und ein Groß-T kürzt sich weg im Nenner. So, dass bei dem ersten Term hier überbleibt ein U-Dach-Quadrat durch 3T-Quadrat mal Klein-T hoch 3. So, dann der nächste Term, die 3 kürzt sich weg aus U-Dach hoch 3 wird wieder U-Dach Quadrat, aus dem T Quadrat wird ein T mal Klein-T zum Quadrat. Dann diese 3 kürzt sich weg, aus dem U-Dach hoch 3 wird wieder ein U-Dach Quadrat. Das T hier kürzt sich auch weg und das Klein-T bleibt über. Und dann haben wir noch U-Dach, halt nicht hoch 3, sondern da kürze ich das natürlich auch einmal weg, Quadrat durch 3 und das mal Groß T schreibe ich noch mit auf den Bruchstrich. So, und jetzt sollte das und natürlich das Plus C nicht zu vergessen, das steht hier noch hinter. Und jetzt kann man das nochmal so stückchenweise sukzessive vergleichen. Und stellt fest, dieser hellblau umkringelte Teil U-Dach-Quadrat durch T-Quadrat mal klein t hoch 3 durch 3, das ist genau das, was wir hier vorne zu stehen haben, das passt. Dann
Der nächste Teil in Pink. U-Dach Quadrat mal klein t Quadrat durch groß T mit einem Minus davor. Das ist genau das, was hier steht. Das passt auch. Und dann haben wir noch diesen Teil U-Dach zum Quadrat mal klein t in Orange umkreist mit einem Plus davor. Das ist genau das, was hier steht. So, und dann stellen wir fest, hier hinten gibt es noch irgendwie was, ein Minus u Quadrat mal groß T durch 3. Das taucht hier unten auf, aber das taucht hier oben nicht auf. Und dann kann man sich so ein bisschen fragen, kann das jetzt stimmen? Wo kommt das her? Kann das sein? Kann die Stammfunktion, die auf die eine Art und Weise ermittelt wurde, sich von der Stammfunktion, die auf die andere Art und Weise ermittelt wurde, unterscheiden? Und die Lösung ist, naja, dass hier hinten dieser Teil, den umkreise ich hier mal so in lila, egal ob man jetzt das Plus oder Minus mit dazu nimmt, das ist ja auch eine Konstante. Dieser Teil hängt ja überhaupt gar nicht von dem t ab. Das heißt, wir können den auch einfach mit dieser Konstante, also die Lösung ist einfach das c hier unten und das c hier oben, das ist ein anderes c. Also ich könnte hier oben dran schreiben, das ist irgendwie C1 und dann ist das hier unten halt ein C2 und ein C2 und ein C2 und ein C2. Und das alles zusammen hier, ich glaube, ich kann nicht mehr so weit runter scrollen, aber dieser ganze Teil hier, C2 minus diese Konstante, die da in lila umkringelt ist, die ergibt einfach das C1. Ja, und dann passt das wieder. Und ist ja auch wieder so, wenn ich jetzt diese Stammfunktion hier unten ableiten würde, dann ist das eine Konstante, die hängt nicht von t ab, die fällt einfach weg oder die wird dann 0 und damit ist das alles in Ordnung. Also diese beiden Stammfunktionen sind im Prinzip die gleichen, unterscheiden sich nur durch eine unterschiedliche Integrationskonstante und diese unterschiedliche Integrationskonstante fällt dann weg, wenn man aus dem unbestimmten Integral wieder ein bestimmtes Integral macht. So, und damit ist schön gezeigt, dass egal, ob man das jetzt hier auf die Art und Weise direkt integriert, über die binomische Formel umgeformt oder diesen auf den ersten Blick vielleicht etwas umständlicheren Weg nimmt und das durch Integration, durch Substitution macht, man kommt in beiden Fällen auf das gleiche Ergebnis.